Guten Abend, meine Lieben. Ich hab euch lange zappeln lassen, aber endlich ist es soweit. Die Kombinationssignale gehen auf Sendung. Das war natürlich längst überfällig, nachdem ich euch mit den HL-Signalen der Reichsbahn, den bundesbahnigen HV-Signalen und den seltenen SK-Signalen vertraut gemacht habe. Und ich hoffe, euer Warten hat sich gelohnt. Ich werde diesen Film in drei Abschnitte gliedern. Zunächst werfe ich einen Blick in die Vergangenheit und gehe der Frage nach, warum es überhaupt KS-Signale gibt. Danach erläutere ich deren Signalbilder, was sich schnell abfrühstücken lässt, weil ihre Zahl überschaubar ist. Schließlich zeige ich euch anhand einiger Beispiele, was so ein Signal, abhängig von der Örtlichkeit, alles anzeigen können muss, um die jeweiligen Anforderungen zu erfüllen. In einem Video über die HV-Signale habe ich deren Geschichte beleuchtet, insbesondere die konträren Entwicklungen in Ost und West nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Reichsbahn nahm Ende der 50er Jahre Abkehr vom klassischen HV-System und setzte auf HL. Auch die Bundesbahn experimentierte mit neuen Systemen, jedoch eher halbherzig. Erst im Vorgriff auf die geplanten Neubautrassen Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart kreierte sie Mitte der 70er Jahre die SK-Signale, wobei SK für Signalkombination steht. Testweise wurde die Strecke Augsburg-Donauwörth damit ausgestattet und wer sich dort einmal genauer umschaut oder einfach meinen Film zum Thema studiert, wird große Ähnlichkeiten zu den KS-Signalen erkennen. Das SK-System setzte sich nicht durch. Und sowohl Hannover-Würzburg als auch Monheim-Stuttgart erhielten HV-Signale, die auf Neubaustrecken oder bei Inbetriebnahme elektronischer Stellwerke möglicherweise bis heute aufgestellt würden, wenn es keine Wiedervereinigung gegeben hätte. Diese erforderte ein einheitliches, gesamtdeutsches Signalsystem, das weder zu HL noch HV im Widerspruch stand. Schon damals war eine jahrzehntelange Koexistenz sämtlicher Systeme abzusehen. Das Ergebnis war KS, das erstmals 1993 zwischen Helmstedt und Magdeburg zur Anwendung gelangte. Seitdem sind die Kombinationssignale auf dem Vormarsch. Doch auch fast drei Dekaden später ist nicht abzusehen, wann sie die letzten HL- und HV-Veteranen in den Ruhestand schicken werden. Kommen wir zu den Signalbildern, von denen es ganze drei gibt. Halt, Fahrt, Halt erwarten. Halt, HP0, ein rotes Licht. Das kennen wir von HL, HV und SK. Angekündigt wird ein haltgebietendes Hauptsignal durch ein gelbes Lämpchen. Halt erwarten, KS2. Und dann natürlich Fahrt, KS1, ein grünes Licht. Alle vorgenannten Systeme kennen diesen Begriff sinngemäß als freie Fahrt für freie Lokführer. Spannend wird es, wenn die Fahrt nicht mehr ganz so frei ist und die Geschwindigkeit reduziert werden muss. Den HV-typischen Terminus Langsamfahrt gibt's bei KS nicht. Sämtliche Einschränkungen werden durch ein grünes Licht in Kombination mit einem Geschwindigkeitsanzeiger ZS3 signalisiert, wobei der zehnfache Wert der weiß leuchtenden Kennzahl das zulässige Tempo angibt. Alternativ kann ein Blechschild anmontiert sein. Die zugehörige Vorsignalisierung erfolgt mit einem grün blinkenden Licht mit einem gelb leuchtenden Geschwindigkeitsvoranzeiger, ZS3V. Ihre Stärke spielt die Kombinationssignale dann aus, wenn sie als Mehrabschnittssignale zum Einsatz kommen, also Haupt- und Vorsignal vereinen. Auch hier erscheint immer nur ein Licht, was den wesentlichen Unterschied zu HL und HV darstellt, die in bestimmten Situationen ähnlich farbenfroh wie ein geschmückter Tannenbaum daherkommen. KS ist da eher nüchtern. Am aufregendsten dürfte die Kombination aus blinkendem Grün mit ZS3 und ZS3V sein. Anders als im HV-System sieht man einem KS-Signal beim bloßen Anblick einer leuchtenden Lampe nicht an, ob es nur Haupt-, nur Vor- oder Mehrabschnittssignalfunktion hat. Eine besondere Bedeutung fällt daher den Mastschildern zu. Reine Vorsignale tragen eine Vorsignaltafel, reine Hauptsignale ein weiß-rot-weißes Mastschild und Mehrabschnittssignale ein weiß-rot-weißes Mastschild
plus ein gelbes Dreieck mit nach unten weisender Spitze. Hinzu kommen Vorsignalwiederholer, die durch die fehlende Vorsignaltafel und ein weißes Zusatzlicht unterhalb der Lampen charakterisiert werden, das bei uneingeschränkter Fahrt erlischt. Steht ein Vor- oder Mehrabschnittssignal im um mehr als 5% verkürzten Bremswegabstand zum nächsten Hauptsignal, erscheint ebenfalls ein weißes Licht, allerdings oberhalb der Lampen. Hier sieht man's schön. Solange eine Beschränkung angekündigt wird, leuchtet das Zusatzlicht. Entfällt diese, verschwindet es. Erwähnt seien auch die in den Schirm der Haupt- und Mehrabschnittssignale integrierten Elemente, die unabhängig vom Signalsystem verwendet werden. Das Rangierfahrtsignal SH1 im Westen bzw. RA12 im Osten, das Ersatzsignal CDS1 in Form eines weißen Blinklichts und das Vorsichtssignal ZS7. Noch ein kurzer Blick zurück. In der KS-Frühzeit gab es kleinere Abweichungen von der heutigen Ausführung. Anstatt einer Vorsignaltafel trugen KS-Vorsignale der ersten Stunde das gelbe Dreieck, das heute bloß noch bei Mehrabschnittssignalen auftaucht. Vorsignalwiederholer verfügten neben dem Zusatzlicht über einen weißen Ring um die Lampen. Auch das Mastschild der Hauptsignale hatte ein anderes Erscheinungsbild. Ein rotes Dreieck auf weißem Grund. Immer wieder kommt die Frage auf, was muss ein Signal überhaupt anzeigen können? Ich verdeutliche diese Möglichkeit anhand eines typischen Bahnhofskopfs. Die folgenden Erläuterungen gelten grundsätzlich für alle Signalsysteme, sind mit KS jedoch am einfachsten darstellbar. Wir sehen die Ausfahrsignale eines viergleisigen Bahnhofs an einer zweigleisigen Strecke. Schematisch sieht das so aus, und ich gehe die Fahr- und Anzeigemöglichkeiten von links nach rechts durch. Aus dem Überholungsgleis links ist die Ausfahrt ins Gegengleis mit 80 km/h möglich, abhängig vom Radius der im abzweigenden Strang befahrenen Weiche. Es gibt nur diese eine Fahrstraße und daher kann ich ein unveränderliches ZS3 mit Kennzahl 8 anschrauben und auch den Gegengleisanzeiger ZS6 als Blechschild ausführen. Ähnlich verhält es sich am durchgehenden Hauptgleis der Gegenrichtung. Die einzige Fahrmöglichkeit führt gerade über die Weichen ins Gegengleis. Es braucht also keinen Geschwindigkeitsanzeiger. Interessanter wird es ein Gleis weiter rechts, denn ein Zug kann geradeaus ins Regelgleis oder über die im abzweigenden Strang für 60 km/h zugelassene Weichenverbindung ins Gegengleis fahren. Im ersten Fall bleiben ZS3 und ZS6 dunkel. Im zweiten zeigt das ZS3 eine 6 und der Gegengleisanzeiger leuchtet. Auch zur Fahrt aus dem Überholungsgleis rechts bieten sich zwei Möglichkeiten. Mit 60 ins Gegen- oder mit 80 ins Regelgleis. Je nachdem, welche Fahrstraße genutzt wird, erscheint im Geschwindigkeitsanzeiger eine 6 oder 8 und der Gegengleisanzeiger leuchtet oder ist dunkel. Peppen wir den Bahnhofskopf mit einer zweiten, ebenfalls mit 60 befahrbaren Überleitverbindung auf, benötigt das linke Signal anstatt des statischen ZS3 mit Kennzahl 8 ein dynamisches, weil es auch die 6 zur Fahrt ins Regelgleis anzeigen muss. Das ZS6 ist jetzt ebenfalls als Lichtsignal auszuführen, da die Ausfahrt nicht mehr zwingend ins Gegengleis erfolgt. Ähnliches gilt für das Signal am durchgehenden Hauptgleis der Gegenrichtung, weil dieses nun eine krumme Fahrt durch die Weichen anzeigen können muss. Es benötigt somit ebenfalls ein Licht ZS3 und ein Licht ZS6. Schnappen wir uns einen kompletten Bahnhof, unterstellen verschiedene Weichenradien im linken Kopf und schauen, wie sich die Fahrmöglichkeiten auf das Einfahrsignal und das zügigere Einfahrvorsignal auswirken. Die Fahrt ins durchgehende Hauptgleis erfolgt ohne Einschränkung. Das Einfahrsignal leuchtet grün, das Einfahrvorsignal ebenso. In die untere Überholung geht's mit 100 Klamotten. Am Einfahrsignal erscheint der Geschwindigkeitsanzeiger mit Kennzahl 10. Am Vorsignal der Geschwindigkeitsvoranzeiger mit der 10 und somit ein grünes Blinklicht. Analog sieht das bei der Fahrt ins durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung mit 80 bzw. in die obere Überholung mit 60 aus. Das ZS3 des Einfahrsignals muss also ein wahres Allround-Talent sein.
In diesem Beispiel verfügt unser Bahnhof über ein Einfahrsignal und separate Ausfahrvorsignale. Hier findet sich stattdessen ein Mehrabschnittssignal, das beide Funktionen vereint. Wobei ich für den rechten Bahnhofskopf ausschließlich im abzweigenden Strang mit Tempo 80 befahrbare Weichen unterstelle. Bei einer schneidigen Durchfahrt im durchgehenden Hauptgleis leuchtet am Einfahrsignal ein unspektakuläres KS1 und das ZS3V bleibt dunkel. Bei der Fahrt durch die untere Überholung erscheint eine 8, weil die Geschwindigkeit von 100 auf 80 reduziert werden muss. Bei einer krummen Fahrt über das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung erstrahlt zwar die 8 am Einfahr- und Ausfahrsignal, nicht jedoch im ZS3V. Grund ist die Weichenbereichsregel, gemäß der eine an Einfahr- oder Zwischensignalen angezeigte Beschränkung bis zum nächsten Hauptsignal oder dem gewöhnlichen Halteplatz des Zuges gilt. Ein durch diesen Bahnhof fahrender Zug dürfte also erst am Ausfahrsignal wieder beschleunigen, sodass die 80 nicht vorsignalisiert wird. Ähnlich verhält es sich bei der Fahrt durch die obere Überholung. Weil wir ohnehin nur mit 60 einfahren, gibt es keine Ankündigung für die 80 in der Ausfahrt. Das kann seine Tücken haben, wenn der gewöhnliche Halteplatz, im Regelfall ein Bahnsteig, weit vor dem Ausfahrsignal liegt und dieses nur mit einem aus der Entfernung und bei Dunkelheit nicht oder schlecht erkennbaren Blech-ZS3 ausgestattet ist. Hier besteht bei beschleunigungsstarken Fahrzeugen die Gefahr, mit einem Kavalierstart die zulässige Geschwindigkeit zu überschreiten. Man mag dagegen halten, dass ein Lokführer bitte schön streckenkundig zu sein hat und um die Besonderheiten der Betriebsstellen weiß. Es dürfte aber einen Grund dafür geben, dass in solchen Situationen häufig Vorsignalwiederholer oder einzeln stehende ZS3V am Bahnsteigende platziert werden. Berücksichtigt sei auch die sogenannte Kurzeinfahrt, bei der ohne oder mit verkürztem Durchrutschweg ins durchgehende Hauptgleis eingefahren wird, weil von rechts vielleicht ein Zug reinkreuzt. In diesem Exempel ist die Geschwindigkeit trotz Nutzung des geraden Weichenstrangs auf 40 km/h begrenzt. Wird doch noch Ausfahrt gezogen, bevor der Zug das Einfahrsignal erreicht, erlischt die 4 und er bekommt eine schlanke Durchfahrt ohne Einschränkung. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen KS und HV, denn wenn bei letzteren eine Kurzeinfahrt eingestellt wurde, bleibt das HP2 auch stehen, wenn doch noch rechtzeitig die Ausfahrt kommt. Diese Hochsignalisierung ermöglicht uns im KS-System Blockabschnittslängen, die den Bremsweg der Strecke deutlich unterschreiten. Bei HV wird hierzu bisweilen mit Halbregelabständen gearbeitet, bei KS spielen einmal mehr Geschwindigkeitsanzeiger die Hauptrolle, was ich an einem zugegebenermaßen etwas konstruierten Beispiel erläutere. Gegeben seien 5 extrem dicht aufeinander folgende Hauptsignale, die nacheinander in Fahrtstellung gelangen. Signal 1 gestattet zunächst nur die Fahrt mit 40. Das KS2 weist auf die Haltstellung von Signal 2 hin und das weiße Zusatzlicht auf den verkürzten Bremsweg. Wechselt Signal 2 auf Fahrt, kann am Signal 1 bereits auf 60 hochsignalisiert werden. Das ZS3V kündigt nun 40 für Signal 2 an. Aufgrund dieser Einschränkung ist unverändert das Zusatzlicht erforderlich. Je mehr Signale Fahrt zeigen, desto weiter erhöht sich das zugelassene Tempo an den davorgelegenen. Hier wird am Signal 1 gar keine Geschwindigkeitsherabsetzung mehr angekündigt und somit erlischt auch das Zusatzlicht, weil der verkürzte Bremsweg von diesem Moment an unerheblich ist. Als Wunderwaffe gegen überlastete Strecken dient eine solche Lösung allerdings nicht oder nur bedingt, weil die Konflikte zwischen schnellen und langsamen Zügen bestehen bleiben und die Kapazitäten der Bahnhöfe begrenzt sind, sodass die Züge nicht schnell genug hintereinander auf die Strecke kommen bzw. nicht vernünftig abfließen können. Ja, Leute, für heute soll es das gewesen sein. Ich denke, der eine oder andere von euch hat neue Erkenntnisse gewonnen und kann nun zufrieden einschlummern. Worum es in meinem nächsten Video gehen wird, kann ich noch nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit spielt es allerdings in einer Gegend, die auf meinem Kanal bisher etwas unterrepräsentiert ist. Lasst euch überraschen. Bis dahin, tschüss, beste Grüße, euer Gustav.